Das Jahr 2020 ist schon da und wartet bestimmt wieder mit vielen Simlish'en Inhalten wie Packs, Updates und sonstigen Überraschungen. In diesem Video will ich meine Wünsche und Vermutungen zum Jahr und den Sims teilen. Bisher haben wir kaum Informationen, was für Inhalte es in diesem Jahr geben wird. Fest steht bisher nur ein neues kunstbezogenes von der Community bestimmtes Accessoire-Pack, dessen letzte Umfrage im April stattfinden wird. Sowie im Januar das ganz überraschend angekündigte Accessoire-Pack Tiny Houses. Ich persönlich denke, dass wir das Community-Handwerkspack vielleicht im Sommer sehen könnten, da die Entwickler auch schon bei der letzten Pack-Umfrage mit Waschtag-Accessoires zwischen der ersten Runde, der Fragen und der eigentlichen Ankündigung mehrere Monate gebraucht haben. Dazwischen bleibt natürlich wieder viel Zeit für weitere neue Inhalte. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie in dieser Zeit wieder ein größeres Gameplay-Pack veröffentlichen werden, dessen Thema bisher natürlich nur reine Spekulation ist. Wie wäre es mit einer Hotel-Thematik oder einem Band-Gameplay-Pack, mit dem die Sims vielleicht auch eine neue interaktive Karriere verfolgen können? Dieses könnte doch eventuell im frühen März angekündigt werden und dann 2 Wochen später erscheinen. Als realistisch sehe ich hier eigentlich einen Abstand von 1 bis 2 Monaten, also ungefähr in der Mitte zwischen den beiden Packs. Ehrlich gesagt hoffe ich aber, dass es in diesem Jahr nicht mehr als die bereits feststehenden 2 Accessoire-Packs geben wird. 2 dieser Mini-Packs ist eine gute Mischung, allerdings haben größere Packs mit mehr Gameplay für mich Vorrang. Auch über größere Updates würde ich mich extrem freuen. Da es letztes Jahr verhältnismäßig eher mehr Updates für den Baumodus gab, würde ich mich auch über Neuerungen im Erstelle einen Sim-Modus freuen. Das Favoritensystem aus The Sims 3 muss unbedingt wieder zurückkommen, vielleicht sogar noch aufgebohrter mit genaueren Reglern, wie schnell sich ein Sim mit anderen Sims versteht, Fähigkeiten aufbaut oder ähnliches. Aber natürlich könnten die Entwickler auch neue Dinge wie eine neue leere Welt oder direkt das lang ersehnte Erstelle ein Weltentool mit einbauen. Neue Gratis-Inhalte sind immer gut. Kommen wir jetzt zu den Erweiterungen, die es 2020 geben sollte. Auch hier haben wir keine Anhaltspunkte, was sich die Entwickler hier überlegt haben. Da wir schon im letzten und vorletzten Jahr mit 2 großen Erweiterungen im Jahr beglückt wurden, hoffe ich natürlich, dass dies auch jetzt so weitergehen wird. Die Entwickler haben bisher in jedem Jahr gegen Ende noch ein großes Pack veröffentlicht, um das Weihnachtsgeschäft, welches verhältnismäßig viel Geld einbringt, bedienen zu können. Vielleicht könnte man hier ein von der Community viel gewünschtes Farmpack veröffentlichen. Weiter würde ich mir auch ein Zeitreisepack wie in The Sims 3 mit Into the Future zurückwünschen. Wenn es wirklich 2 große Erweiterungen werden sollte, könnte man das 2. Pack schon eher am Anfang in diesem Jahr veröffentlichen. Vielleicht ja im Mai zwischen dem Gameplay- und Community-Accessoire-Pack. Ich persönlich liebe auch größere Leaks und Spekulationen, von denen dieses Jahr bestimmt auch nicht verschont bleibt. Eventuell bekommen wir am Ende dieses Jahres ja auch schon die ersten geleakten Informationen zu einem möglichen The Sims 5, wer weiß. Was für Inhalte wünscht ihr euch in diesem Jahr? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Also dann, bis zum nächsten Video.